Hallo, heute mache ich Mini-Schweineohren mit Schokolade. Dazu braucht man einmal Blätterteig aus dem Kühlregal, Zartbitterkuvertüre, wenn man es nicht so süß haben will. Man kann aber auch Vollmilchkuvertüre nehmen, wenn man möchte. Und 3 Päckchen Vanillezucker. So, los geht's. Als erstes wird der Blätterteig ausgepackt und ausgerollt. So. Schokolade kommt auf Seite legen. Dann wird der Vanillezucker drauf verteilt. Ich werde nur 2 Beutel nehmen und nicht 3, also 2 Beutel. So, dann wird es so ein bisschen verteilt mit den Händen. Und dann tut man die Längsseite, das ist die Längsseite, zusammenrollen. Bis zur Mitte und dann von der anderen Längsseite das gleiche auch zur Mitte hinrollen. So, dann hat man ungefähr, dann sieht es hinterher so aus. Dann nimmt man mit Hilfe eines, da tut man mit einem Messer gleich breite Stücke abschneiden. Ich mache mal so ungefähr 1 bis 1,5 cm. So, zeige euch kurz was und dann. Nee, dann nehme ich die so Teil und lege die dann so ein bisschen wie ein Ohr hin. Auf ein Backblech mit Backpapier. Etwas Luft dazwischen lassen, denn die werden größer. Also nicht so, auf keinen Fall. Man sollte Luft dazwischen lassen. So, ich werde jetzt alles fertig machen und euch dann gleich zeigen. Jetzt daraus 20 Stück geschafft und die werde ich jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für circa 15 Minuten backen. Man sollte aber ein bisschen drauf schauen, nicht dass sie zu dunkel werden. Die Schweineohren sind jetzt fertig und zum Abkühlen lege ich es extra auf ein Kuchengitter, damit die schon abkühlen, weil ich ja dann noch die Schokolade mit verziere. Ich habe es jetzt auf dem Kuchengitter drauf getan und sind auch schon etwas abgekühlt. In der Zwischenzeit habe ich so 50 Gramm Zartbitterkuvertüre geschmolzen über dem Wasserbad. Und nun nehme ich die Breze, oh die, ja, Schweineohr, und tue da mit den 2 Öhrchen in die Schokolade eintunken. Und dann lege ich es wieder auf dem Kuchengitter zum Auskühlen. Das mache ich jetzt mit allen und dann ist man schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.